Hi, willkommen zurück auf meinem Kanal Mystery. Mein Name ist Gizem. Na, wie geht's euch so? Wie ihr vom Titel erkennen könnt, geht's im heutigen Video um Minimalismus. Ja, vor allem in der heutigen modernen Zeit, in der wir leben. Wir sind sozusagen nicht mehr in einem Industriezeitalter, sondern in einem Konsumzeitalter. Ich finde es halt sehr wichtig, solche Ideen auch vor allem zu erwähnen und zu erläutern. Und ich wollte heute euch einmal erzählen, woher das denn kommt und was der Gedanke denn dahinter ist, also hinter Minimalismus ist. Und ich wollte das sozusagen mit meiner eigenen Idee verknüpfen, weil Minimalismus ist halt nichts anderes als eine weitere Lebensform, die Glück verspricht. Und ich finde, das kann auch sehr oft falsch verstanden werden, weil was man halt oft sieht, ist eine Wohnung, die halt komplett leer ist oder man sieht halt jemanden, der halt gar nichts besitzt, außer einer Zahnbürste und einem Stück Seife. Und man denkt sich, wie kann das glücklich sein? Also wie kann dieser Mensch glücklich sein? Oder man guckt sich um und man denkt sich, ja, aber ohne das könnte ich nicht leben, ohne das könnte ich nicht leben, ohne das könnte ich nicht leben. Aber ich will doch diese schönen Sachen haben, ne? Ich will euch heute erklären, dass das gar nicht der Fall ist. Also Minimalismus sagt dir nicht, was du nicht besitzen darfst oder wie viel du besitzen darfst. Oder Minimalismus sagt dir nicht, wie viele Schuhe du haben darfst oder ob du jetzt eine Zahnbürste haben darfst oder nicht. Darum geht es nicht in Minimalismus. Und ich wollte halt einmal komplett zurückspulen, wie das überhaupt entstanden sein könnte und was der Gedanke eigentlich dahinter ist. Und ja, darum geht es im heutigen Video. Ein bisschen quatschen, labern. Ich habe mir auch nichts Festes dazu aufgeschrieben. Los geht's. Also, ich habe mich mit Minimalismus schon sehr oft auseinandergesetzt. Ich wollte einfach so mal erklären, was die Wurzel dahinter ist, sage ich mal. Also, wir sehen ja den Baum, aber die Wurzeln sehen wir meistens nicht. Aber die Wurzeln sind meistens genauso groß wie der Baum. Und die Wurzel ist halt das Wichtigste. Das ist die Lebensader des Baums. Deswegen wollte ich sozusagen die Wurzel des Minimalismus sozusagen erklären. Das, was wir nicht sehen, aber der Sinn dahinter eigentlich. Ich habe eine Dokumentation gestern über Minimalismus mir angesehen und da kam mir halt wieder die Idee, auch mal auf meinem Kanal darüber zu sprechen, weil ich rede ja halt auch oft darüber, Sinn des Lebens und wie man das findet und wie man glücklich im Leben wird und wie man seinen eigenen Weg findet und so weiter. Im Minimalismus geht es im Endeffekt darum, dass Besitztümer dich nicht glücklich machen können. Die können dich nicht glücklich machen. Und es entsteht eine Art Gier. Man kann das sehr gut mit den vier edlen Wahrheiten von Buddha verbinden. Und zwar ist die erste edle Wahrheit des Buddha, es gibt Leid. Die zweite edle Wahrheit ist, es gibt einen Grund für das Leiden. Und dieser Grund fürs Leiden ist Gier. Das bedeutet, dass wir als Menschen immer dann leiden, wenn wir gierig sind. Wenn wir immer mehr von etwas haben wollen, weil egal wie viele wir davon haben wollen, wir werden im Endeffekt nicht glücklich davon. Und das ist die Bedeutung von Gier. Du willst immer mehr, aber egal wie viel du bekommst, es macht dich nicht glücklich. Und das verursacht Leid. Du bist so gierig, dass du sogar das Leid anderer Menschen verursachst durch deine Gier, weil du die ausbeutest, etc. Im Minimalismus geht es im Endeffekt darum, die Gier nach Besitztümern aufzugeben. Bei den vier Wahrheiten des Buddha ist das so, der Weg zum Ende des Leids, das Aufgeben ist. Das heißt, das Loslassen von der Gier. Minimalismus konzentriert sich wirklich auf diesen einen Punkt des Lebens und das sind Besitztümer, weil vor allem in der jetzigen Zeit die Gier nach Besitztümern sehr ausgeartet ist. Das heißt, wir horten Dinge, wir sind Messis, wir kaufen ein und schmeißen weg. Wir kaufen uns riesige Häuser, damit wir mehr Zeug da reinkriegen, obwohl wir im Endeffekt dieses ganze Zeug nicht brauchen oder diesen Lebensraum nicht brauchen. In der Dokumentation über Minimalismus haben die auch darüber geredet, wie jetzt Menschen immer versuchen, das größtmöglichste Haus zu kaufen, was sie sich leisten können und damit im Endeffekt in Schulden geraten oder Zeit mit Dingen verschwenden, für die sie einfach nicht glücklich machen im Endeffekt. Wenn man Zeit damit verschwendet, seine Wohnung einzurichten, wenn dich diese Dinge aber, die überall rumliegen, im Endeffekt nicht glücklich machen, hat es keinen Sinn, nur weil alle anderen es machen. Nur weil sich so gehört, dass man unterm Fernseher ein Sideboard hat, musst du kein Sideboard haben, wenn dich das nicht glücklich macht. Darum geht es im Endeffekt beim Minimalismus. Es geht darum, nur dir Dinge anzuschaffen, die dir etwas nützen, die in deinem Leben einen Wert haben, die du brauchst, die du benutzt. Wenn du Dinge hast in deinem Leben, die keinen Nutzen haben, keinen Wert haben in deinem Leben oder dir keine Freude bringen,
dann schmeiß sie einfach weg, lass es los. Lass diese Gier danach los, etwas besitzen zu müssen. Darum geht es beim Minimalismus. Und wenn wir uns das genauer anschauen, ist es eigentlich so, dass wir nichts auf dieser Welt wirklich besitzen. Wir haben es und wir benutzen es, aber wir besitzen es nicht. Das kann uns geklaut werden, es kann kaputt gehen, wir können selber sterben und das Objekt, was uns angeblich gehört hatte, lebt immer noch weiter. Also diese Gier, danach etwas zu besitzen zu müssen, ist schon mal total fehl am Platz, wenn du dein Glück suchen solltest. Weil erstens, Gier kann nicht gestillt werden, das heißt, egal wie viel du hast, du wirst unglücklich sein. Und zweitens, du besitzt eigentlich nie wirklich etwas und es wird dir keine Sicherheit geben. Etwas zu besitzen suggeriert für uns, Sicherheit zu haben, aber Sicherheit ist im Endeffekt auch nur eine Illusion. Du kannst keine Sicherheit in materiellen Dingen finden. Du kannst nur Sicherheit in dir finden und wenn du wirklich ein Prinzip im Leben hast, wenn du nach einem Prinzip lebst, ja, wenn du wirklich in dir weißt, wer du bist, das ist eine Sicherheit. Wenn du weißt, wer du bist, das ist die einzige Sicherheit, die es gibt. Und du kannst niemals mit Dingen, die du besitzt, ausdrücken, wer du bist. Das geht nicht. Du drückst aus, wer du bist in dir und du weißt, wer du bist in dir. Und kein anderer muss das wissen, wer du bist oder kein anderer interessiert es im Endeffekt eigentlich. Aber wir denken, dass wenn wir dieses bestimmte Auto haben, werden wir glücklich sein. Dann haben wir das bestimmte Auto und dann wollen wir aber noch ein Motorrad. Und dann haben wir aber ein Motorrad und dann brauchen wir aber auch eine Garage, weil die können ja einfach nicht im Regen stehen. Wenn wir Dinge in unserem Leben horten, die wir nicht benutzen, löst es eigentlich Stress aus. Und alles in deinem Haus, was nicht benutzt wird, ist rumliegende, vergangene, gestorbene Energie sozusagen. Also nehmen wir mal ein Buch. Ein Buch entfaltet dann seine Energie, wenn du es liest, richtig? Wenn ein Buch aber da steht und nie angefasst wird, Staub sammelt, dann ist es eigentlich ein Buch, das sein Potenzial nicht auslebt, sozusagen. Und es liegt da einfach nur rum. Es nimmt Platz weg und es stört. Es geht nicht nur darum, alles wegzuschmeißen, was man hat, sondern auch nichts mehr dazu zu kaufen. Also wenn du jetzt zum Beispiel an einem Punkt in deinem Leben bist, wo du denkst, wow, ich habe wirklich genug und ich habe wirklich absolut keinen Platz mehr, dann hör auf zu kaufen. Wenn du dir denkst, ich habe keinen Platz mehr im Schrank, denk nicht darüber nach, dass du einen größeren Schrank brauchst, sondern hör auf zu kaufen. Schmeiß die Sachen weg, die du nicht anziehst, aber selbst wenn du die weggeschmissen hast, geh nicht wieder einkaufen und hol dir nicht wieder noch was dazu. Weil die ganzen Werbungen, diese eigentlich Konsumgesellschaft hat uns alle so erzogen, dass wir denken, wir bräuchten irgendetwas. Wir bräuchten andauernd irgendetwas. Wir müssten andauernd irgendetwas dazu kaufen. Jeden Monat muss man mindestens einmal shoppen gehen und sich die neuesten Klamotten holen. Die Saison ist ja schon wieder eine andere. Und es geht im Endeffekt nicht darum, dass du keine schönen Klamotten hast. Es geht auch nicht darum, dass du eine Jacke brauchst oder Schuhe brauchst. Es geht nicht darum, dass du etwas brauchst, sondern dass du einfach nur irgendetwas kaufen willst, damit du es besitzen kannst. Es ist eigentlich so ein total absurdes Konzept, in dem wir heutzutage leben und in dem ich auch aufgewachsen bin. Ich dachte, ich müsste mindestens einmal in der Woche mit 70 Euro in der Tasche in die Stadt gehen und egal was passiert, ich müsste auf jeden Fall mit mindestens 20 Euro wieder zurückkommen und mit 3 Tüten, weil das halt einfach so Spaß gemacht hat. Ja, und dann ist dein Schrank voll und du müsstest wieder 2, 3 gelbe Säcke aus und schmeißt es in den Altkleidecontainer und im nächsten Monat geht's wieder weiter. Das ist im Endeffekt nur Umweltverschmutzung, es ist eine Verschwendung von Geld und eine Verschwendung von Zeit. Und Geld und Zeit und natürlich auch unsere Umwelt sind die wertvollsten Ressourcen, die wir haben. Geld, Zeit und unsere Umwelt. Und diese Ressourcen werden dadurch verschwendet, nur weil uns beigebracht wurde, wir bräuchten die bestimmte Farbe von T-Shirt oder wir bräuchten doch noch ein neues Kleid, weil in dem einen anderen Kleid haben die dich ja schon gesehen. Das wird uns suggeriert. Und beim Minimalismus geht es im Endeffekt nur um diesen einen Glaubenssatz. Dinge sind dafür da, um benutzt zu werden. Und Menschen, um geliebt zu werden. Und andersrum hat es noch nie funktioniert. Und das finde ich so einen schönen Satz. Wenn du diesen Satz verinnerlichst, dann bist du schon eigentlich ein Minimalist im Endeffekt. Wenn du dich daran erinnerst, wenig zu kaufen oder dass du zu Hause das schon hast oder wenn du im Laden bist, wenn du dich daran erinnerst, brauche ich das wirklich? Oder wenn du 5-mal überlegst, bevor du
eine Bestellung online aufgibst, brauche ich das wirklich, dann bist du ein Minimalist. Es geht nicht darum, dass deine Wohnung total leer ist oder es geht nicht darum, dass du nur zwei T-Shirts hast. Es geht darum, bewusst einzukaufen. Ich sage nicht, dass ich ein Minimalist bin, ne? Aber ich bin wirklich kein Mensch, der einmal im Monat shoppen geht. Wenn überhaupt, gehe ich wirklich einmal im Jahr einkaufen. Ich habe mir wirklich vor langer Zeit, in meiner Teenagerzeit, war ich so. Ich wollte einmal in der Woche nach Primark gehen und mir etwas Neues kaufen. Ich wollte mir noch einen Lippenstift kaufen, weil ich ja dachte, dass ich den perfekten Lippenstift noch nicht habe. Ja, warum hast du die anderen dann gekauft, ne? Oder ich wollte mir noch einen Nagellack kaufen. Oder ich wollte mir ständig irgendetwas kaufen, weil man denkt, es macht einen ja glücklicher, wenn man es hat. Man sitzt irgendwann zu Hause und man denkt sich, ja, das Glück hat ja nicht lange angehalten, ne? Du warst im DM, du hast es dir in den Korb gelegt, du hast es gekauft, du hast es dir 5 Minuten lang angeguckt, das hat dich gefreut, dass du das jetzt besitzt, und danach lag es zu Hause und es hat dir keine Freude mehr gebracht. Nicht mehr ein einziges Mal hat es dir noch einmal Freude gebracht, nachdem du es gekauft hast. Und das ist eine sehr kurze Zeitspanne. Also wir sind wirklich in einer Zeit, wo die Dinge, die wir kaufen, uns nur noch so wenig Freude bringen, wo ich mir frage, lohnt sich das noch? Weil wir kaufen uns die Dinge, die bringen dir nur so wenig Freude, und am nächsten Tag denkst du wieder, ach, ich habe das Gefühl, ich brauche halt noch ein Kleid, ne? Weil dieses Kleid hat mich halt nur einen Tag lang gefreut. Wenn früher, wirklich früher, ne, wo Kleider noch genäht wurden, wenn ich früher gegangen wäre, mir ein Kleid nähen zu lassen, ich wäre zur Schneiderin gegangen, ich hätte mir einen Stoff ausgesucht, ich hätte mir ein Muster ausgesucht, ich hätte Modell gestanden, die Schneiderin hätte ein paar Sachen verändert, sie hätte das Kleid genäht, ich wäre zur Anprobe gegangen. Eine Woche lang hätte ich schon die Vorfreude gehabt, dass ich dieses Kleid überhaupt bekomme. Und nachdem ich es bekommen habe, hätte ich mich noch monatelang daran erfreut. Aber was passiert heutzutage? Wir gehen in einen Laden, wir kaufen ein Kleid, wir hängen es in unseren Schrank. Und das war's. Und bei der nächsten Hochzeit gucken wir durch unsere Sachen und denken uns, hey, wann habe ich das denn gekauft? Und im Endeffekt tragen wir es doch nicht, weil wir glauben, ach, das passt ja doch nicht so ganz. Zu dem Anlass trage ich einen anderen Mal. Und es hängt jahrelang im Schrank, ohne uns ein einziges Mal Freude zu bereiten. Warum besitzen wir Dinge in unserem Leben, die uns keine Freude bereiten? Ich habe Zeit, Geld und einen Platz in meinem Haus für dieses Kleid geopfert. Und es hat mir kein einziges Mal Freude bereitet. Warum? Das ist die Frage, die sich Minimalisten stellen. Und Minimalisten stellen sich die Frage, wenn ich das jetzt kaufe, wie lange wird mir das Freude bringen? Werde ich diese Blu-ray-DVD, die ich jetzt gerade kaufe, werde ich die mir einmal anschauen und wird die mir einmal Freude bringen? Oder ist das ein Film, den ich mir einmal in der Woche wirklich reinziehe oder einmal im Monat reinziehe und jeden meiner Freunde ausleihen kann? Wird im Endeffekt in der Schublade schlummern und dir kein einziges Mal Freude bereiten? Darüber denken Minimalisten nach. Und das sind die Gedanken, die wir uns alle machen sollten, bevor wir etwas kaufen. Wie lange und in welcher Weise wird mir das Freude bringen? Werde ich nur ein einziges Mal 5 Minuten lang, während ich das kaufe, diese Freude empfinden? Oder wird das wirklich mein Leben einen Wert geben? Werde ich das anziehen? Werde ich mich darüber auch freuen? Wird das wirklich mich auf eine Weise erfreuen, dass ich in meinen Schrank gucke und denke, das ist mein Lieblingskleid? Und wenn ich könnte, würde ich es jeden Tag anziehen. Jedes Stück in meinem Schrank ist mein Lieblingsstück. Der Minimalist besitzt Dinge, die ihm lange Zeit und so oft wie möglich Freude bringen. Es gibt sogar Minimalisten, die sich selbst sagen, wenn ich etwas an einem Tag nicht berühre, das heißt eine Woche lang oder einen Monat lang, nicht berühre und nicht benutze in meinem Haus, hat es keinen Wert für mein Leben. Ich hoffe, ihr habt mal wieder was Gutes mitgenommen von dem heutigen Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend. So wie es aussieht, wird das erst ein bisschen später hochgeladen. Danke, dass ihr wieder auf meinem Kanal wart. Ihr wisst schon, ne? Wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann sehen wir uns nämlich auch beim nächsten Video hier bei mir. Tschüss!